Jo, hallo. Hallo, Ja, Spritzschlüpfer. Spritzschlüpfer, ja. Hallo, mein Name ist Stefan Baumeister, ich bin der Kundenberater von Bitcoin Trader. Sie haben eine Registration bei uns gelassen, oder? Also Baumeister wie Bob der Baumeister. Wie bitte? Baumeister wie Bob der Baumeister, oder wie wird das geschrieben? Baumeister, wie Also das geschrieben. wie Bob der Baumeister. Baumeister, ja, genau. Ja. Also, Sie haben eine Registration bei uns gelassen, oder? Beim Bitcoin Trader, erinnern Sie sich? Weiß ich nicht, wann denn, wo denn? Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder einen Trading-Betrüger mitgebracht. Einen ganz besonders schlauen Trading-Betrüger, der denkt, dass er uns, wie üblich, um das Geld aus der Tasche ziehen kann. Trading-Betrug ist leider eins der mit häufigsten Betrugsmaschen, die derzeit am Telefon vorfallen. Von daher möchte ich alle Zuhörer definitiv davor warnen, solche Gespräche überhaupt anzunehmen. Sind eure Daten erst einmal in Umlauf geraten und solche Menschen rufen dort an, tja, lässt hier nichts Gutes auf sich schließen. Solche Anrufe sind dann dauernd die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefonat. Es geht jetzt mit also um Kryptowährungen, Aktien. Ja, was ist das? Also wissen Sie das nicht? Na, was macht man denn da? Also das geht um passives Einkommen. Wenn Was Sie heißt das genau? auf dem Finanzmarkt also eine billige Aktien kaufen und dann verkaufen Sie es teuer einfach später. Und man muss das also verstehen. Achso, muss man da Steuern bezahlen? Also haben Sie keine Erfahrung, wie ich sehe, oder? Nee, muss man da Steuern bezahlen? Wie bitte? Muss man da Steuern bezahlen? Also die mindeste Investitionssumme ist 240 Euro bei Ja, uns. also das muss man dann an Steuern ans Finanzamt bezahlen bei Ihnen, oder wie? Wir nehmen keine Steuern. Ach so, also ist das alles steuerfrei. Ja, genau. Wir Ja. nehmen nur 10% von ihres Nettogewinn. Also wie viel Sie Gewinn haben, dann nehmen wir nur 10% von das. Also Ja. unsere Finanzexperte nehmen 10% von ihr Nettogewinn. Das heißt, je mehr Sie verdienen, Ja. desto mehr verdienen wir auch. Ja, also grundsätzlich ist das schon mal richtig, dass wenn ich mehr auf der Börse verdiene, der Broker halt anteilmäßig daran sein Geld mitverdient. Das Problem ist, was er hier schon alleine mit dem Steuerthema wieder erzählt. Natürlich muss man auf den Gewinn vom Tradingmarkt Steuern bezahlen. Und da zählt aber auch schon das, was ihr an Gewinn auf eurem Konto liegen habt, auch wenn ihr das nicht ausgezahlt habt. Also angenommen, ihr habt jetzt Geld auf dem Trading-Konto, aber keins auf eurem Privatkonto, wäre jetzt natürlich ein blöder Fall, aber mal angenommen, dann fallen auf das Trading-Konto, auf die Gewinne Steuern an. Auch dann, wenn ihr sie noch nicht ausgezahlt habt auf euer Privatkonto. Das heißt, ihr müsst die Steuern von eurem Privatkonto quasi in ja, Vorleistung treten, auch wenn das Geld noch nicht bei euch auf eurer Hausbank ja, drauf gebucht wurde. Hier erzählt man uns, nein, man muss da keine Steuern bezahlen. Dass das hier mit ja, nicht rechten Dingen zugeht, ich glaube, das erklärt sich eigentlich schon von allein. Das Problem ist, dass hier leider sehr, sehr viele Menschen gerne mal darauf hereinfallen. Klar, in den ja, YouTube-Videos, die wir hier hören, hören wir nicht unbedingt die intelligentesten und schlauesten Betrüger, aber es gibt sie auch. Das, was wir hier hören, ist ja nur ein kleiner Bruchteil von denen, die wirklich anrufen. Also es sind ja noch viel, viel mehr Firmen. Nicht nur die, die wir jetzt hier auf dem Kanal hören. Das, was wir auf dem Kanal hören, sind die Betrügerfirmen, die ich vorher gefunden habe, um mich dort zu registrieren, um mich dann illegal anrufen zu lassen. Denn eine Werbeerlaubnis hat hier nie stattgefunden. Ach so, So. möchten Sie das probieren? Ja. Ja, genau. Okay, schauen Sie, wir haben zwei Optionen für die Arbeit. Wie geht das insgesamt? Sie machen eine Einzahlung auf unsere Handelsplattform und dann es wird für Sie ein Handelskonto gemacht sein und Sie machen eine Einzahlung und dann unser Finanzexperte ruft Sie an und mache für Sie eine Gewinnstrategie.
Aha. Ja, also Sie machen alles zusammen mit dem Finanzexperten. Er erklärt, wie alles von Ihnen läuft und er ist immer da, um Ihnen zu helfen. Ja. Gut. Also, jetzt haben wir zwei Optionen für die Arbeit. Die erste Option besteht darin, direkt mit einem Finanzexperten zusammenarbeiten. Also, und monatlich ab 30% Profit machen. Es kann auch 50% sein, aber es wird jedoch vom Finanzmarkt abhängen. Ja. Es gibt auch die zweite Option, wenn Sie Vollzeit beschäftigt sind und keine Zeit haben, mit dem Finanzexperten zu sprechen, können Sie mit dem Roboter arbeiten. Mit dem Also, Roboter. ja, das ist ein automatisches Algorithmus, das alles für Sie macht, automatisch. Also mit dem Roboter profitieren Sie bis 30% monatlich, aber Sie werden sowieso mit dem Finanzexperten zusammenarbeiten. Er wird nur erstellen, das Roboter. Also, ja. Dass der Roboter macht nur die profitabelsten Deals. Ach so. Ja, und welche Option ist besser für Sie? Weiß ich nicht, was ist denn besser? Ja, haben Sie viel Zeit oder weniger? Arbeiten Sie? Nö. Nein, keine Arbeit, oder? Okay, dann ja, mit dem Finanzexperten, denke ich schon. Ja, okay. Dann die erste Option. Mit welcher Investitionssumme möchten Sie beginnen? Was muss man da machen? Wie bitte? Wie viel muss man denn da machen? Meistens für unsere Kunden starten mit 500 €, aber die Mindestinvestitionssumme, wie ich gesagt habe, ist 240. Ach so, ja, kann man machen. Ja, mit dem Mindestsumme oder mehr? Genau, so wie am besten ist. Ja, wie Sie wollen. Weiß ja nicht, was da am Ja, besten ist. Ich kenne mich je ja mehr nicht aus. investieren Sie, je mehr investieren Sie, je mehr, desto mehr verdienen Sie. Verstehen Sie? Ja. Und? Na, wie viel geht denn da maximal? Maximale Investitionssumme, also Ja. glaube ich bis 3.000 €. Ach so, nee, das ist zu viel. Ja, für jemand das ist viel, für jemand das ist nicht viel. Ja. Und wie viel? Dann möchten Sie starten? Ja, dann machen wir das da erstmal mit den 200 €. Mit 240, oder? Okay. Ja. Okay, passt. Dann wir haben zwei Varianten um das Handelskonto Aktivierung. Das geht mit dem Banküberweisung oder mit dem Kryptowallet. Kryptowallet, glaube ich, haben Sie nicht, weil Sie keine Erfahrung hier haben, oder? Nee, da kenne ich mich nicht Ja, mit aus. okay. Dann machen wir das mit dem Banküberweisung. Ja. Okay. Haben Sie Online-Banking? Nee. Kein Online-Banking. Ach so, okay. Haben Sie Kreditkarten? Ja, das haben wir. Okay, Mastercard? Die habe ich auch, ja. Ja, okay. Dann haben Sie WhatsApp auf diese Telefonnummer? Nee. Ach so, okay. Dann kann ich zum E-Mail schreiben. Haben Sie E-Mail? Ja. Es heißt, also ich sehe, das ist Leon, dort spitz Schlüpfer at gmail.com, oder? Ja. Okay, schreibe ich ganz kurz. Ja, Sie können mir ja mal Ihre Telefonnummer verraten, damit ich die mir schon mal speichern kann. Sie können das per WhatsApp nur speichern. Also da, weil wir haben IP-Telefonie und da haben wir keine Telefonnummer, weil ich jetzt Ihnen mit dem IP-Telefonie anrufe. Ja, aber Sie Nur müssen ja im trotzdem eine WhatsApp. Hotline haben. Wie bitte? Ich sage, Sie müssen ja trotzdem eine Hotline haben. Ja, Sie haben recht. Wir haben aber per WhatsApp und WhatsApp ist ja per E-Mail kein offizieller Weg. und per E-Mail auch haben wir. Ja, aber eine Telefonnummer brauche ich. Ich kann Ihnen jetzt eine Telefonnummer geben. Gerne. Ja. Und dann hat sich unser netter Finanzbetrüger wieder, ja, ordentlich Zeit gelassen, um die Telefonnummer, die er mir jetzt da angeblich durchgeben möchte, ja, mitzuteilen. Was das für eine Telefonnummer ist, kann man sich ja hier sicherlich wieder denken. Keine vom Unternehmen. Hier erreicht man dieses Unternehmen definitiv nicht.
Immer wieder höchst interessant, dass man hier irgendwelche Telefonnummern einfach durchgesagt bekommt, ohne dass die der Firma gehört. Oftmals kommt man hier tatsächlich sogar bei Privatpersonen raus oder die Nummer ja existiert im besten Fall überhaupt nicht. Das Ganze soll dazu dienen, damit die ihre Identität verschleiern können und ihr nicht rausfindet, welche Firma ihr da genau an der Leitung hattet. Das heißt, habt ihr dort Geld überwiesen und wollt jetzt euer Geld wiederhaben, kann man diese Firma nie wieder erreichen. Das ist das Ziel von diesem ganzen Telefonterror, den man hier in dem Video oder in dem Audio hört. Schreiben Sie das? Ja. Okay, schreiben Sie 49? 0049, ja. Ja, 0049, 15. 15. 21, also 21. 21. 7. 7. 4, 7. 4, 7. 4, 0. 4, 0. 8, 3. 8, 3. Das ist unsere Telefonnummer. Ja, dann probieren wir die gleich aus. 0, 0, 4, 9. 1, 5, 2, 1. 7, 4, 7. 4, 0. 8, 3. So, dann gucken wir mal, was da passiert. The subscriber you are trying to reach is currently not reachable. Please try again later. Die Nummer existiert nicht. Die Gerätewurfnummer ist zurzeit nicht. Ja, doch, es existiert. Ich habe Ihnen gesagt, das können Sie per WhatsApp probieren oder per E-Mail. Also, ich kann Ihnen die Adresse für E-Mail schicken. Ja, aber Sie brauchen ja, wenn Sie anrufen, auch eine Rückrufnummer. Weil die Telefonnummer, die im Display steht, geht ja auch nicht. Das ist ja so nicht erlaubt. Das ist ja illegal. Ich kann Ihnen jetzt mit der Finanzabteilung verbinden und Sie erklären das alles. Ja, okay? Dann machen wir das so. Und dann lässt mich der nette Herr tatsächlich schon wieder ewig warten, währenddessen das Telefon im Hintergrund schon wieder klingelt und der nächste Betrüger an der Leitung eigentlich wartet. Schon interessant. Tja, die Finanzabteilung, die muss sich jetzt um das Telefonproblem kümmern. Ist ja höchst interessant. Also normalerweise ist das so, dass man die Telefonnummer, die ihr im Display seht, gesetzlich verpflichtend zurückrufen können muss, wenn es sich um einen Anruf von einer Firma handelt. Das heißt, unterdrückt oder was weiß ich, irgendeine falsche Telefonnummer darf da nicht drinstehen. Die Telefonnummer muss zurückrufbar sein und ihr müsst in der Firma wieder rauskommen, die euch angerufen hat. Es muss natürlich nicht der gleiche Mitarbeiter sein, es muss auch nicht das Team an Mitarbeitern sein, aber die Telefonnummer muss so konfiguriert sein, dass ihr irgendwo bei dieser Firma definitiv wieder jemanden an die Leitung bekommt. Also auch nicht ständig besetzt oder irgendwie, es muss jemand dran gehen. Die müssen eine Abteilung dafür schaffen, die ja anrufende Kunden entgegennimmt, wenn die auf dieser Telefonnummer zurückrufen. Funktioniert tatsächlich sogar bei den Zeitschriftenverkäufern. Wenn ihr bei den Zeitschriftenverkäufern, die aus Deutschland aus anrufen, die so halblegal ihre Zeitschriften hier am Telefon verkaufen, die rufen mit einer Telefonnummer an, die tatsächlich zurückrufbar ist. Und ihr kommt dann auch, wenn man diese Nummer zurückruft, vielleicht nicht in dem Callcenter wieder zurück raus, wo ihr ja von angerufen wurdet, aber bei dem Konzern, der dazu gehört. Die bieten dann oftmals ein anderes Callcenter, die dann die Anrufe entgegennimmt. Oder zumindest ein kleines Team von dem Callcenter, was angerufen hat. Ist auch nicht weiter wild, wenn man nicht das gleiche Callcenter erreicht. Denn normalerweise muss ja alles dokumentiert sein. Also in euren Kundendaten drinstehen, warum ihr angerufen wurdet. Und wenn man jetzt die Firma zurückruft, müsste man jemanden an die Leitung bekommen, der euch das sagen kann, wozu dieser Anruf eben stattgefunden hat, wenn ihr ja keinen dran hattet, weil ihr nicht zu Hause wart. Alles andere ist schlichtweg einfach verboten. Man muss die Firma, die euch kontaktieren wollte, wieder zurückrufen können. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Ich heiße Martha Scholz, ich bin die Leiterin der Finanzabteilung. Sagen Sie mir bitte, welche Fragen haben Sie? Ja, ich wollte gerne die Rückruftelefonnummer von Ihrem Callcenter haben. Ja, gerne. Jeder Manager hat eigene Telefonnummer und Stefan Baumeister kann Ihnen diese Nummer geben. Er hat gesagt, er kann die nicht geben, er weiß die nicht. Nein, jeder Manager hat eigene Telefonnummer. Ja, aber der hat gesagt, er weiß seine nicht.
Ich weiß nicht, warum hat er so gesagt, aber doch, jeder Manager hat ihr eigene Telefonnummer. Ja, und warum verrät er mir die dann nicht? Also, brauchen Sie das? Ich kann das gerade sagen. Ja. Sind Sie bereit, das zu schreiben? Hm. Na, ganz komisch. Also nun hat jeder Manager eine eigene Telefonnummer auf einmal. Tja, also so ist ja auch okay. Aber letztendlich muss ich ja die Telefonnummer, die ich im Display habe, trotzdem zurückrufen können. Und interessant ist es schon, dass mir dieser tolle Mitarbeiter hier auch eine völlig falsche Telefonnummer gegeben hat, die einfach nicht funktioniert. Ihr habt es ja gehört. Tja, also es würde jetzt auch nicht den Zustand der nicht funktionierenden Rufnummer verändern, wenn er mir die Daten, wie er es ja zwischendurch wollte, die Telefonnummer über WhatsApp sendet. Ist ja nichts anderes, als wenn er sie mir einfach durchbuchstabiert. Also vorausgesetzt, er macht keinen Fehler beim Durchbuchstabieren der Telefonnummer durch. Oder okay, kein Fehler, ne? Also, ich weiß es nicht. So, jetzt fängt die nette Tante hier also wieder an, mir eine Telefonnummer durchzugeben. Bin ich mal gespannt, ob diese Telefonnummer nun diesmal funktioniert. 49. Also 0049. Nein. 49. Ja, 15. Man wählt aber 0049. So, dann die 15. 15. 2-1. Dann die 2-1. 7-4. 7-4. 7-4 noch einmal. 7-4. 0. Ja. 8. Mhm. 3. So, dann rufen wir da gleich mal an. So. Hallo? Ja, ich rufe gerade die Telefonnummer an. Die Nummer geht nicht. Das ist Betrug. Probieren Sie bitte noch einmal an. Nee, das habe ich jetzt zweimal probiert. Die Nummer geht nicht. So. Komisch. Also jetzt haben wir beide eine falsche Telefonnummer durchgesagt, die alle nicht funktionieren. Woran das wohl liegen könnte? Sicherlich nicht daran, dass die Firma sich nicht irgendwie verstecken will und nicht erreichbar sein will. Aber ich glaube, wir haben den Betrug hier wirklich 1A hörbar nachgewiesen. Man kann diese Firma nicht erreichen, auch wenn die uns die Telefonnummern geben. Ja, die rechnen halt nicht damit, dass der Kunde oder der vermeintliche Kunde, eigentlich sind es ja alles nur Betrugsopfer, dass derjenige dann sofort die Telefonnummer überprüft, ob die auch funktioniert. Tja, wenn man ein zweites Telefon rumstehen hat, ist das eigentlich technisch kein Problem. Denn grundsätzlich ist es so, wenn ihr einen Festnetzanschluss besitzt, also eigentlich auch beim Handy, aber beim Festnetzanschluss wäre es einfacher, ihr habt zwei Geräte rumstehen, ihr könnt mit diesen beiden Telefonen in der Regel gleichzeitig raustelefonieren. Das heißt, ihr könnt noch einen dritten und einen vierten an der Telefonleitung halten ohne Probleme. Das geht mit jedem Privatanschluss hier in Deutschland. Hier kann man die Telefonanschlüsse mehrfach benutzen. Man kriegt, glaube ich, soweit ich weiß, bei der Telekom sogar sowieso immer drei Telefonnummern dazu, ob man die jetzt braucht oder nicht beim Festnetzanschluss. Das ist halt heutzutage Massenware, wird rausgeschmissen. Aber es ist einfach so. Man kann die Leute überprüfen, wenn die das sagen. Solltet ihr auf jeden Fall auch tun, wenn ihr euch mal so eine Rückrufnummer geben lasst, ob die Hotline, die dahinter steckt, ja auch wirklich überhaupt existiert oder ob die euch einfach nur irgendeinen Bullshit am Telefon erzählen. Grundsätzlich sollte man eigentlich eher komplett immer auflegen, wenn man solche Leute dran hat, aber es gibt ja Situationen, wo man vielleicht auf einen Rückruf von irgendeiner bestimmten Firma wartet. Das ist natürlich auch nie gesagt, ob sich nicht gerade zufällig ein Betrüger mit genau diesem Thema eben bei euch meldet. Gibt's auch bei dieser Hallo-Mama-Hallo-Papa-Betrugsmasche immer mal wieder, dass man da tatsächlich ein Kind hat, was das Handy gerade kaputt hat, vielleicht sogar vorher Bescheid gesagt hat und auf einmal kriegt ihr dann eine Nachricht, ja, mein Handy ist kaputt, ich brauche Geld und bla. Ne? Also es kann manchmal einfach passen. Nur man sollte dann halt eben sein Gehirn einschalten und überlegen, was man da tut. Nicht einfach auf irgendein Konto von irgendeiner Person das Geld überweisen. Weiß ich nicht, warum geht das nicht? Ja, wahrscheinlich eben, haben Sie Fälle gemacht? Nee, habe ich nicht. Ich habe genau so getippt, wie Sie gesagt haben. Habe ich mit Ihnen zusammen gemacht und ich habe die Nummer ja auch auf dem Kettel stehen. Ich kann Ihnen andere Nummer von unserem anderen Manager geben. Ja, dann machen wir das so. So, eine Minute bitte. Und jetzt legen Sie wieder auf, so wie vorhin, oder kommt da jetzt noch was? Wie bitte? Ja, ich würde gerne die Nummer jetzt haben. Ja, eine Minute. Dass ich sie da auch zurückrufen kann. Weil ist ja blöd, ne? Wenn ich da Geld einzahle und weiß gar nicht an wen. Ne? Also, wenn Sie Ihr Handelskonto bei uns aktivieren, kommunizieren Sie dann mit Finanzexperten. Und natürlich, Finanzexperte hat auch eigene Telefonnummer.
Ja, ist ja nicht schlimm. Ich hätte ja gerne erstmal die Rückrufnummer von Ihrer Firma, dass ich jemanden erreichen kann, wenn was ist. Ja, ich habe recht. Eine Minute. Ja. Also leider jetzt, jeder Manager ist beschäftigt. Das ist ja nicht schlimm. Ja, das ist schlimm. Aber haben Sie WhatsApp? Nee, habe ich auch nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Ich will ja auch nicht die Nummer vom Manager. Ich möchte ja die Nummer vom Unternehmen, von der Hotline haben. Ja, Pflicht. Nein, Nummer von Unternehmen gibt es, wir haben keine Unternehmennummer. Aber das ist ja Pflicht, weil dann ist es ja unseriös bei Ihnen, wenn Sie sowas nicht haben. Also wir haben Sekretärin, wir haben Leiter, wir haben Manager und jeder Arbeiter hat eigene persönliche Telefonnummer. Naja, ich weiß nicht, warum können Sie auf diese Nummer, die ich Ihnen gegeben habe, nicht telefonieren können, das weiß ich nicht. Na, ich weiß, warum man da nicht anrufen kann, weil das da Betrug bei euch ist. Was anderes ist es nicht. Warum? Naja, weil das illegal ist. Betrug sein? Na, ihr ruft ja auch illegal an. Na, ihr seid illegal. Von unserer Seite? Ja, auch, ja. Das verstehe ich nicht, warum. Aber ich verstehe das, dass sie da die Leute nur verarschen wollen. Das ist Betrug, was sie da machen. Wenn sie nicht anrufen können, bedeutet das nicht, dass wir betrogen sind. Doch, das bedeutet das. Definitiv bedeutet das, dass das Betrug ist. Weil, was soll's denn sonst sein? Wenn man eine Telefonnummer zweimal, dreimal, viermal von so einem Unternehmen durchbuchstabiert bekommt und die Telefonnummern funktionieren alle nicht. Also, seriös ist das auf jeden Fall nicht. Was soll's denn sonst sein, außer Betrug? Ich muss ja einen Grund haben, warum die einem eine falsche Telefonnummer geben. Ich meine, man kann ja mal einen Ausfall von der Telefonanlage haben, ist ja alles richtig. Aber das, was hier passiert, es ist einfach nur ein Schauspiel und Verarsche, was die da mit einem vorhaben. Es ist wirklich unfassbar. Also, dass die da wirklich auch nicht mal ein Blatt vor den Mund nehmen und machen einfach weiter. Die denken so, das ist alles soweit in Ordnung, es ist alles richtig, die dürfen das. Nein, dürfen sie eben nicht. Das, was die dort tun, ist einfach höchst kriminell und strafbar. Man nennt sowas gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Betrug. Ganz sicher, doch. Also, wenn Sie zum Beispiel auf Ihrer Bank irgendwer ruft an, so gibt es auch IP-Telefonie. Ja, richtig. Und da muss man immer jemanden erreichen können. Das ist Pflicht. Okay, aber Bank auch benutzt IP-Telefonie. Ja, ist ja richtig. Und da kann man ja jemanden zurückrufen bei IP-Telefonie. IP-Telefonie ist ja gar nichts anderes als als Analog-Telefonie. Das ist ja nur ein anderer Begriff. Nicht immer. Doch, immer. Das ist exakt das Gleiche. Also auch diese Ausrede mit dieser IP-Telefonie. Es ist nur Bullshit, was die da einem erzählen. Also IP-Telefonie hat keinerlei Unterschiede beim Telefonieren zu der analogen Telefonie. Mit dem Unterschied, dass die IP-Telefonie technisch halt einfach besser klingt und mehr kann. Mit dem Nachteil, dass die IP-Telefonie ohne Internet gar nicht mehr funktioniert. Ja, also, ne, also es hat alles Vor- und Nachteile. Aber dass sie erzählt, dass man bei der IP-Telefonie nicht erreichbar ist, warum auch immer, das ist kompletter Bullshit. Also da gibt es keine Ausrede, die IP-Telefonie ist exakt das gleiche wie Analogtelefonie, nur dass es eben noch mehr kann und besser klingt. Einen anderen Unterschied? Ja, weiß ich nicht. Also das, was sie da erzählt, ist Blödsinn. Natürlich muss man eine IP-Telefonnummer exakt genau so zurückrufen können. Außerdem haben Firmen keine anderen Telefonnummern als ihr Zuhause. Nur, dass die Verträge halt anders geschlossen sind. Die Technik, die dahinter steckt, ist aber exakt auf den Punkt genau das gleiche wie für euren Privatanschluss zu Hause. Nur, okay, wenn Sie denken so, okay, wenn Sie denken so, das nicht, ist Ihre eigene ich. Meinung. Nee, das ist ja Wissen. Das wir ist nicht haben Meinung. Viel. Was? Und was? Das ja, ist Ihre eigene Meinung. Nee, das ist ja Wissen. Wissen und Meinung ist ein Unterschied. Das ist ein ganz großer Unterschied. Okay, das ist, und ich weiß okay, das. Ich habe Ihnen gesagt, das ist Ihre eigene Meinung. Nein, wir haben viele Kunden. Okay. Okay. Das ist Ihre eigene Meinung. Nein, das ist nicht die eigene Meinung. Das ist Wissen. Das ist Wissen. Also ist irgendwer auch denn so? Ja, nee, natürlich. Es steht im Gesetz. Sie müssen eine Rückrufnummer haben. Wer denn so? Sie, das spielt hier überhaupt gar keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass Sie hier illegal anrufen. Nein, das spielt anrufen. Rolle. Das spielt Rolle. Wie wäre es denn mal, wenn Sie mal die Leute aussprechen lassen würden? Das wäre doch auch mal ein Anfang, oder? Wenn wir mal so eine vernünftige Konversation führen können, ohne dass Sie immer dazwischen sabbern. Also, jeder Manager hat eigene Telefonnummer. Sie konnten nicht anrufen. Das weiß ich nicht, warum. Ja, aber ich weiß warum, weil das Betrug ist bei euch. Ihr seid Betrüger. Okay, ich habe Ihnen schon gesagt, das ist Ihr eigene Meinung. Nein, das ist Wissen. Okay, mir ist egal.
ehrlich gesagt, mir ist egal. Das ist, aber das Ihr ist eigene illegal. Meinung. Und also, nee, das hat nicht, wie nochmal, das ist nicht wenn meine Sie denken eigene so, Meinung. Das wenn Sie wissen. Denken so, wenn Nein, Sie das denken ist nicht so. Denken. Nein, nicht denken, wissen. Wissen? Woher wissen Sie das? Ja, das woher ist so, wissen Sie das? Naja, so wie Sie sich verhalten, ist das Betrug. Also ich verstehe auch wirklich nicht, warum die jetzt noch mit einem diskutieren wollen. Das ist doch, das liegt doch auf der Hand. Das ist doch ganz, ganz offenkundig klar. Man bekommt von ihr eine falsche Telefonnummer, eine richtige Telefonnummer rückt sie nicht raus. Sie macht ja auch gar keine Anstalten dazu. Sie könnte uns ja jetzt davon überzeugen, dass das hier kein Betrug wäre, indem sie uns jetzt einfach diese scheiß richtige Telefonnummer gibt. Das macht sie aber nicht. Das interessiert sie nämlich auch nicht, weil sie ganz genau selbst weiß, dass das ganze Ding, was sie da betreibt, nichts anderes als Betrug ist. Natürlich reden die sich da immer wieder raus, weil du kannst ja dem Chef nicht sagen, so ich habe jetzt hier einen Kunden erzählt, dass wir Betrüger sind. Funktioniert ja so auch wieder nicht, ist ja logisch. Die wollen ja letztendlich ja unsere Kohle haben. Aber dann wundert es mich auch immer wieder, dass die sich so benehmen, wie sie sich benehmen. Naja, also dass das hier alles nicht mit rechten Dingen zugeht, das verraten die ja von alleine. Auch schon alleine diese ganzen Streitigkeiten immer wieder, das ist so unnötig. Warum die da nicht einfach auflegen dann? Aber naja, ich finde es ja gut, wenn sie ihre eigene Zeit mit uns verplempern und ihr daraus eben resultierend hört, wie es weitergehen würde, wenn man diese Leute einfach mal am Telefon konfrontiert. Grundsätzlich empfehle ich euch, das aber auf jeden Fall nicht nachzumachen, denn wenn man einmal seine Telefonnummer bei solchen Firmen hinterlassen hat, habt ihr nie wieder Ruhe. Woher wissen Sie das? Das brauche ich nicht woher wissen. Das ist Allgemeinbildung, die Ihnen wahrscheinlich fehlt. Mhm. Aber haben Sie den Beweis? Können Sie ja, beweisen das? Ja, natürlich. Wenn man Ihre Telefonnummer zurückruft, dann geht die ja nicht. Das ist ja Beweis. Ist das alles? Aus. Ist das, alles? Das reicht schon aus, ja. Weil das alleine das. Ist das nur jeden Beweis? Alleine das ist ein Straftatbestand. Ihr Telefon muss rückrufbar sein. Das ist illegal, so. Was Sie machen. Genau so sieht's aus. Also alleine das reicht dafür aus, um sie des Betruges zu überführen, dass irgendwas an dieser ganzen Firma nicht mit rechten Dingen zugehen kann. Denn man muss doch einfach nur mal logisch denken. Aus welchem Grund versucht diese Firma, ihre Telefonnummer zu verschleiern? Aus welchem Grund streiten die da so mit einem? Ich meine, jedes sinnvolle Unternehmen, wo die Mitarbeiter logisch nachdenken können und vor allem auch besseres Deutsch, ich meine, gut, bei ihr geht es ja jetzt hier halbwegs mal, ist ja auch selten, aber aus welchem Grund sollte man das alles abstreiten und sich so verhalten, wie sie sich da verhält? Ich meine, jede andere Firma würde sagen, gut, wenn sie denken, das wird hier nichts, dann wird es halt nichts, was soll man da machen? Ist halt so, ne? Aber dieses Streiten jedes Mal zeigt doch einfach schon, was da für Leute sitzen. Nun ja, und die Telefonnummer geht ja am Ende auch immer noch nicht. Also mehr Beweise braucht man hier auch eigentlich gar nicht mehr. Mal ganz davon abgesehen, dass das, was der Kollege ganz am Anfang des Gesprächs ja schon alles von sich gegeben hat, zeigt ja wieder 1a, dass die alle Mann in die Kategorie Betrüger gehören müssen. Denn warum brabbelt man immer wieder das gleiche Skript runter? Eine seriöse Firma denkt sich doch nicht, ah, guck mal, jetzt habe ich hier ein tolles Skript gefunden, das machen wir jetzt so nach. Klingt zwar wie Betrüger, aber ist scheißegal, damit kann man ja verkaufen. Würde keine seriöse Firma machen. Also mal ganz davon abgesehen, dass der Anruf ja selbst schon illegal ist. Ich habe keine Werbeerlaubnis erteilt und die wollen, dass ich Geld einzahle. Also ist es ein illegaler Werbeanruf. Tja, also sind mindestens schon mal 2 bis 3 Punkte, wo wir hier garantiert und ganz sicher wissen, dass das nur Betrug sein kann. Doch. Also dann können Sie an die Polizei gehen und alles beweisen. Gut. Ja, richtig. Okay, gut. Genau. So, machen Sie das mal bitte. Ich hoffe, dass Sie da auch schnell ins Gefängnis kommen für das, was Sie da tun. Ja, genau, genau, genau. Richtig. Super. So, aber dann gehen Sie bitte an die Polizei und dann rufen wir Ihnen noch einmal an, damit fragen, hatten Sie, ob Sie Erfolg hatten oder nicht. Das ist ja Betrug, was Sie da machen. Sie rufen okay, garantiert nicht nochmal an. An die Polizei. Gehen Sie bitte an die Polizei. Ja, okay. Mensch, Sie sind ja sehr seriös. Das hört sich richtig nach einer extrem Firma an. Genau. Ihr Benehmen ist aus einem Kindergarten, aber nicht aus einem Holding-Callcenter. Ja. So, hören Sie, ich habe nicht so viel Zeit, mit Ihnen zu kommunizieren. Ach so, wollen Sie die nächste Person jetzt bescheißen? Ich glaube, das ist nutzlos, mit Ihnen zu sprechen. Nee, das ist nutzlos, mit euch zu sprechen, weil ihr seid nur Betrüger. Okay, sprechen Sie bitte mit uns nicht. Ja, aber ich werde mich jetzt noch ganz oft bei euch anmelden, damit ihr den ganzen Tag mit mir zu tun habt und keine Zeit für andere Kunden habt. Aha. Ich habe jede Menge Telefonnummern.
Verstehen Sie, ich habe zu viel Arbeit. Ich habe zu viel Arbeit. Das ist keine Arbeit. Das ist Betrug. Wenn Betrug ich, also nennt man ich, nicht bekomme, ich bekomme das Geld. Ich bekomme das Geld. So bedeutet das, das ist Arbeit. Nee, das nennt man Beute, das Geld, was du da bekommst. Ich bekomme Geld? Bekomme. Nee, du bekommst okay. Beute. Kein Geld, du bekommst Beute. Heute? Von Beute. Innen? Ja, von nee, innen, Beute. Ja. Mit B, Beute nennt sich das. Okay. Ist das alles? Ja, mehr ist es nicht. Es ist maximal Beute, was du da bekommst, richtig. Das ist alles. Okay. Ja, okay. So. Aber ich würde es auf jeden Fall gut finden, wenn du dir da mal einen vernünftigen Job suchst und die Leute nicht alle betrügst, weil das macht man nicht. Das gehört sich nicht. Okay, gut. So, dann schönen Tag noch. Tschüss. Schämen Sie sich? Tja, schämen tun sich solche Leute leider in den wenigsten Fällen. Zugeben tun sie es leider auch nicht so oft, aber ist ja auch verständlich. Aber trotzdem, also das ist definitiv kein Job, was sie dort tut, das ist einfach nur kriminell. Und da kann man auch sich noch so viel rausreden, dass man da monatlich Lohn bekommt. Die Handlung, die sie dort während ihrer Arbeitszeit vollzieht, ist strafbar. Tja, aber die begreifen es leider nicht. Immer wieder traurig. Ich hoffe, ihr fallt auf sowas nicht drauf rein und natürlich auch nicht eure Familie oder Verwandte, Bekannte, Freunde und alle Menschen, die ihr so in eurem Umfeld kennt. Teilt daher sehr gerne meine Videos mit allen Menschen aus eurem Umfeld, damit niemand auf sowas hereinfällt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Außerdem unterstützt ihr das Wachstum von diesem Kanal damit. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl an vielen, vielen weiteren Videos auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.